Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Ich habe mir ich habe mir nochmal alles angeguckt, hab gemerkt, ja, könnte man ein bisschen ein, zwei Sachen einstellen. Und ich hoffe sehr, dass wir starten können. Was muss ich jetzt machen? Auf jeden Fall das Böse besiegen. Die Musik ist relativ leise. Ist das normal hier? I jump in. Ah ja, jetzt schon Bock drauf, hör mal. Ah, die Musik wird lauter. Je tiefer runter man kommt. Cooler Effekt. Huch, was ist mit dir los, Allah? Junge. Ey, jetzt hier gerade. Hab gesehen, wie du überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Was muss heißen, die Kraft unter Hyrule schlief, wurde entdeckt. Die unter Hyrule schlief. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab es dort oben? Da war eine Stimme. Wirklich? Eine Stimme aus Richtung des Schlosses? Hast du nicht deine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Nö. Ich verstehe schon, das ist bedauerlich. Aber dieses unheilvolle Wabern rund um das Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Wir nennen es die Verheerung Ganon. Ganondorf ist also wieder da. Oder Ganon halt. Es ist nun 100 Jahre her, da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einen Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Es hängt wie ein Geschwür an Schloss Hyrule, ein stolzes Wahrzeichen des Königreiches. Nun, ist ein Problem für euch. Und du verspürst den Drang, zum Schloss zu gehen, habe ich recht? Ja. Eigentlich ja. Das dachte ich mir. Leider wird da so schnell nichts draus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jenen Abgründen umgeben. Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Wenn man allerdings wie ich ein Parasegel besitzt, sieht die Sache schon ganz anders aus. Gib es mir, Parasegel. Du hast es eben nicht gesehen, als ich hier gelandet bin. Ich könnte es dir geben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Eine vergessene Welt. Danke, mich öffnen. Eine vergessene Welt. Vergessenes Plateau. Nach dem Abstieg von dem Turm hat der alte Mann dir erzählt, dass das Königreich Hyrule, das einst das ganze Land einnahm, vor 100 Jahren durch die Verheerung Ganon zerstört wurde. Um das Plateau zu verlassen und zu Schloss Hyrule zu gelangen, brauchst du das Parasegel des alten Mannes. Er will es dir im Tausch gegen irgendeinen Schatz geben. Sieh. Oh. Folge mir. Aha. Where do you want to go? Tell me, please. Ja. Was ist das? Aha. Siehst du das da vorne? Diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt? Ja, den Schrein kenne ich. Zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten. Ah. An solchen Orten findet man für gewöhnlich kostbare Schätze. Du willst ein Parasegel haben oder nicht? Und dann bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst. Auf geht's! Ciao, Bruder! Natürlich hole ich ihm den Schatz. Bruder muss los. So, Abfahrt. Ui. Ich werde ertrinken, kann das sein? Ja. Gut, jetzt haben wir das auch mal gesehen. Also vorsichtig sein. Ui. Hoppala. Ah, ne. So, okay. Nun. Der hat doch schon hier. Yes. Ah, uns geht's nicht gerade hervorragend, würde ich sagen.
untersuchen. Antike Schraube. Diese Art Schrauben wurden offenbar in antiken Maschinen verwendet. Sie sind aus einem unbekannten Material und scheinen nahezu unverwüstlich zu sein. Okay. Ja, dann. Dann gucken wir uns doch mal an, was es da hinten gibt. Abfahrt. Ich würde gerne noch was Brassy, aber... Was ist das da? Was ist das da? Hey, was ist... Was bist du denn? Nun. Ich könnte noch sowas hier essen. Naja. Ist okay. Machen wir. Einen Apfel. Ma-Unu-Schrein. Huch. Schika-Stein erkannt. Schika-Schrein. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Der Eingang wird nun geöffnet. Okay, dankeschön. Schrein. Warum redest du mit mir eigentlich? Wir gucken mal, was da unten gibt. Huch. Schass. Achso, in den du die Dings snackst. Okay, gut. Nun. Ich habe einen Controller. Zwielis. Okay. More Meister. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Ma-Unu. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Magnetismus. Wer ist das wieder, Findzeug, Hemme? Okay, Schicker, Stein, Abfahrt, passt. Schickerstein erkannt. Datenübertragung beginnt. Nun. Plopp, ein Tropfen. Okay, wir haben die Karte. Ah, Magnetmodul. Lässt dich metallene Objekte bewegen. Ein neues Modul wurde aktiviert. Nice. Also gibt es so Fähigkeiten. Modul verwenden. Okay. Ah ja. Und wie mache ich das aus? Ah, B. Nun. Dann. Auf jeden Fall nicht hier hoch. Dann gehen wir mal gucken. Moin, my Seth. Warte. Eine Idee. Nein. Okay, das ist sehr angenehm. Nun. Nein! Aua. Daneben. Voll auf Platz. Oh oh. Puff. Wir haben eine antike Schraube bekommen. Okay. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Das ist... gilt ja immer so als kleine Übung. Passt. Und dann... Nein! Bleib offen. Okay. Das ist dann Ma-Unu. Okay. Hä?
Ein Schika, oder was ist das? Huch. Sega. Na, was? Du hast die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Shimaonu, vor ungeahnter Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia vor mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeiten hin prüfte, die Verheerung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Erlaube mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Oh. Huch. What isn't that? Zeichen der Bewährung, ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Okay. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ah ja, und er wird erlöst. I see the problem. Okay. Schild schlittern. Kann man auch machen. Wie geil. Das, oh, da kommt er wieder angedüst. Du scheinst ein Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Woher weißt du davon? Ganz einfach. Ich kann hell sehen. Mit dem Alter sieht man Dinge vor sich nur noch verschwommen. Doch die Verborgenen erscheinen umso schärfer. Obwohl das sicher nicht bei jedem dahergelaufenen Greis der Fall ist. Er sieht schwer danach aus, als seien die Türme und dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genauer gesagt, wegen dieses Shika-Steins, den du dort am Gürtel trägst. Ich verstehe nicht. Ich würde es versuchen, mich an alles zu erinnern. Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation, wie dieser Schrein, scheinen bis heute überdauert zu haben. Oh. Hör mir gut zu, von diesen Schreinen gibt es noch weitere. Allein auf diesem Plateau habe ich noch mindestens 3 weitere gesehen. Wenn du jedem davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich dir das Parasegel überlassen. Aber du sagtest doch, ob nun ein Schatz oder 4, macht das denn wirklich so einen großen Unterschied? Als Ausgleich gebe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Und das gilt nicht nur für Schreine. Also merke es dir gut, der Trick ist, sich von einem hohen Punkt aus umzusehen. Apropos, wie wäre es, wenn du noch einmal auf diesen Turm steigen würdest? Thomas Witze. Keine Angst, du musst nicht klettern. Sieh dir mal auf deinem Shika-Stein die Karte an. Teleporter. Okay. Hast du die blauen Siegel gesehen, die sich vor dem Schrein und auf dem Turm befinden? Mit der Kraft des Shika-Steins kannst du dich an diese Orte teleportieren lassen. Zumindest habe ich das gehört. Vielleicht ist das auch alles nur ein Ammenmärchen. Nun. Nee, warte mal. Wo ist die Karte? Nein. Nee. Ich speichere mal. Das will ich nämlich auch machen können. Ah ja, hier ist die Karte. Andere Seite. Turm des Plateaus, was ist das? Schrein des Lebens. Teleportieren. Ich teleportiere mich da mal hoch. Okay. Da wären wir mal. Ich bin gespannt. Was ist so Zutaten wie Pilze oder Fische verbessert sich? Ich meine, ihre speziellen Effekte gehen aber verloren. Schön. Guter Tipp. Bin ich wieder 100 Jahre schlafen gewesen? Du lässt dich von einem Alterchen wie mir abhängen? Bist du nicht der, bist nicht der Schnellste, was? Teleportiert? Teleportation? Sowas brauche ich nicht. Jungspunde wie dich hänge ich allemal ab. Nun denn. Oh.
Ich habe dich hier hingerufen, weil das hier der ideale Ausguck ist, um die übrigen Schreine zu finden. Hast du schon gemerkt, dass dein Schikastein über eine Fernglasfunktion verfügt? Suche mit Hilfe des Fernglases die Schreine und markiere sie. Drücken? Markieren. Okay. Markierungen kannst du auch direkt auf der Karte hinzufügen oder entfernen. Wenn du bestimmte Orte im Auge behalten willst, ist das sehr praktisch. Weißt du das? Das ist Altersweisheit. Die Jahre hier draußen in der Wildnis haben mich das ein oder andere gelehrt. Und dann los, nun seh dich schon um. Er ist dem Tutorial-Guy, deswegen muss er es wissen. Hallo. Okay. Ich sehe. Also. Ach, da vorne ist eins. Okay. Ui, nicht runterfallen, Link. Nicht runterfallen lassen. Und wie war markieren? Markieren war A. Okay. Point of Interest. Was ist denn? Das ist eine Höhle. Also ich sehe jetzt erstmal nur den einen. Hey. Wie hilfst du mir? Ich könnte dir einen Tipp geben. Neugierig kannst du jederzeit... Okay. Schein hilft dir das Ferngleis des Schikasteins. Okay, gut. Let me see this. Nein. Aber da muss ich auch nicht hingucken, oder? Ich würde mal sagen, eher... Okay, hier ist keine. B ist beenden, ja. Ich sehe nur einen. Ah, ich sehe den nächsten, okay. Gut, muss man wissen. Zack. Jetzt haben wir noch einen. Da hinten ist noch einer. Okay. Okay. Es gibt viel. Wenn das hat, kannst du dich nicht auf andere verlassen. Ja, okay, gut. Also da unten bei dem waren wir ja schon. Der letzte. Nee. Nein. Ich weiß nicht, ob ich den auch markieren soll. Ich markiere den einfach mal. Aber der allerletzte. Ich muss mal gucken, ob ich den... Das ist der hier. Ah ne, Schrein des Lebens ist der, wo wir herkommen, ne? Der eine Punkt ist zu viel. Wie kann ich den einen Punkt hier entfernen? Denn da. Okay. Wie viele... Sorry.
Ich muss nochmal nachgucken. Ich bin da ein bisschen doof. Das ist 3 weitere. Ja gut, die habe ich. Gut. Gut, Diggi. Bis mal. Ciao. Ui, brech dir nicht die Beine. So. Gut, dann holen wir uns den nächsten Schreiner. Und runter da. Und runter da. Und runter da. Okay, ich hole mir den ersten da hinten. Ich gehe mal links rum. Bin mal gespannt, auf was für Monster wir auch übrigens treffen. More Meisters. Okay, nach vorne kann man, also hier kann man sich die jeweiligen Module nochmal angucken, die man freischaltet. Cool. So, was gibt es hier? Moment. Okay, eine antike Schraube. Gut. Falls wir mal eine Schraube locker haben und so, ne? Oh. Es mag uns nicht, würde ich sagen. Okay, ins Auge treffen ist wohl... Okay, ich kann nicht viel mit dem Ding anfangen. Muss ich den irgendwann anders töten oder wie ist das? Glück gehabt. Alles gut. Oh nein. Und du bist was? Ein Bockblindenknochen. Ein Bockblindenhauer. Eine Bockblindenlanze. Alles klar. Oh, Waffentasche ist voll. Okay. Oh fuck. Wow. Okay, das ging ja easy. Flügel erst bei näherer Betroffen fällt dir auf, dass er von kleinen Häkchen bedeckt ist. Kostet du ihn mit Insekten dann? Packt er sich in den Gaumen? Juppu. Da hinten ist der Schrein. Oh. Komm, hoch, 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 Diggi. Ah. Okay. Die gehen ja in die Luft. Ein Reiseschwert. Was brauche ich denn nicht? Kann ich irgendwas abwerfen? Zum Beispiel den Stock hier? Ich kann ihn wegwerfen. Okay, wir werden irgendwann mal... ja, nochmal nachrüsten müssen. Okay. Es macht echt Laune. Ich würde aber sagen, in den nächsten Tempel gehen wir in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.